Die Optik der neuen Sun Odyssey 44 DS ist sicher Grundlage für viele Diskussionen. Denn nicht jedem wird die graue Augenbraue, die den hohen Decksalon kaschieren soll, gefallen. Dennoch war die Erneuerung von Janots DS-Linie nötig geworden, wie Produktmanager Erik Stromberg erklärt. Die DS-Serie war schon immer ein Produkt mit mehr Volumen und mehr Komfort im Vergleich zur traditionellen Sun Odyssey-Reihe. Doch in den vergangenen 5-6 Jahren ist diese traditionelle Linie viel heller und voluminöser geworden. Daher mussten wir nun einen Quantensprung mit der neuen DS-Reihe vollziehen. Und hier sieht man nun das Ergebnis mit neuem Look. Der Rumpf ist dagegen derselbe, von Philipp Briand gezeichnete wie bei der Sun Odyssey 439. Und auch wenn man in diesem Test wegen des schwachen Windes keine verlässlichen Leistungswerte aufzeichnen konnte, so sind die Zahlen des Schwesterschiffs 439 allemal überzeugend. Eines wird bei der Ausrichtung des Rigs allerdings deutlich. Die 44 DS richtet sich an echte Fahrtensegler, bei denen sportliches Segeln nicht an erster Stelle steht. Dafür besitzen andere Qualitäten Priorität. Wir haben Kunden, die früher Motorbootfahrer waren und jetzt sehen, dass es hier mehr Platz, mehr Licht und luxuriösere Materialien gibt und die sich daher hier wohlfühlen. Überraschenderweise haben wir das Boot aber auch an Bestandskunden verkauft, die bis jetzt 5-6 traditionelle Janots hatten und dann hier hereingekommen sind und gesagt haben, oh, das ist ja ein ganz anderes, interessantes Konzept. Die Decksalonjacht spielt ihre Trümpfe vor allem unter Deck aus. Licht durchflutet ist das Adjektiv, das die Französin am besten beschreibt. Janot legt bei der DS-Serie Wert auf Komfort. Da fällt vor allem die riesige Achterkabine ins Auge. Allerdings gibt es hierzu keine Variante. Genauso wie beim Ausbau, denn den gibt es nur in Walnuss. Wählen kann der Eigner auch hier nicht. Das dunkle Holz passt aber zum hellen Wohnbereich. Mit der Doppelkoje im Salon finden auf der 13-Meter-Yacht bequem 6 Segler Platz zum Übernachten. Auch an Deck achten die Franzosen auf maximalen Komfort. Ein großes Cockpit und ein unverbautes Laufdeck zeichnen die 44er hier aus. Für rund 203.000 Euro ist eine segelfertige 44 DS zu haben. Damit liegt sie genau im Preisbereich der Konkurrenz. Wenn Sie noch mehr über die neue Janot erfahren wollen, dann sollten Sie jetzt in die Yacht 3 2012 schauen.